mich ein bisschen gestört, dass sie da das Tempo rausgenommen haben. Mal gucken, wie das funktioniert. Ja, nochmal ein easy peasy Sieg zum Saisonabschluss gegen den Hauptkonkurrenten. Kann sich sehen lassen. Ey, das wäre ein Zaubertor geworden. Ein Zentimeter weiter nach links. So, dann werden wir mal kleine Modifikationen vornehmen an der Taktik, weil das hat mir jetzt schon wesentlich besser gefallen. Hier machen wir Jennen und im Umschaltspiel machen wir Wunder. Aber hier würde ich eventuell kurz abspielen, noch mit reinnehmen, mal schauen. Die Intensität ist halt übelst hoch. Das heißt, wir werden hier Pressing-Intensität und Tempo. Wenn wir ein bisschen Pressing runternehmen, macht nicht viel. So zwingend weiß ich nicht, ob Pressing unbedingt nötig ist. Aber es macht halt kaum Auswirkungen.
Wir lassen es mal so und gucken. Kleinere Reinjustierungen können wir ja dann immer noch vornehmen. So, die Neuzugänge Pavlovic, 24 Einsätze, 7,1er Notenschnitt. Ulam Makwi, der ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Naja, Beizer ist, glaube ich, auch nicht auf meinem Mist gewachsen, bin ich mir gar nicht so sicher. Mhm. Der Torwart, den habe ich in der Winterpause geholt, passt. Holm, den habe ich geholt, passt. Toni, den habe ich geholt. Oh, da hätte ich mir mehr erwartet. Aber der kommt noch. Der kommt noch, das sehe ich. Das wird noch ein richtig guter. Grandiose Saison. Awon, 18 Tore. Denkwürdiges Spiel 3-0 gegen Leverkusen. Ja, das war wirklich geil. Jahreseinnahmen, Fernsehgelder sind so weit zurückgegangen. Ach, wahrscheinlich, weil sie Europa League gespielt haben und nicht Champions League. Sie haben bestimmt das Jahr davor Champions League gespielt haben. Ah, entspricht nur den Preisgeldern. Power natürlich. Beste Elf. Ismet, okay. Aber eben wahrscheinlich, weil der auch gut in die Defensive arbeiten kann. Was den anderen so ein bisschen abgeht. Spieler der Saison der Fans, Ryabchiuk. Dem habe ich zum Schluss ohne viel gesehen. Talent der Saison Pavlovic. Neuzugang der Saison Pavlovic. Tor der Saison. Das war bestimmt das eine, was wir uns gestern auch schon zwei, dreimal angeguckt haben. Top-Torschütze Kremenchik 28. Aha. Am häufigsten Spieler des Spiels. 12 Mal per One. Höchste 7,3. Most Passes Completed. Sache, denn der sollte eigentlich eher so Spielmacher spielen und nicht nach hinten absichern. Nice, nice. Das Optimum aus Standardsituation. Ich denke mal, da könnten sie nicht so wirklich zufrieden sein. Ich kann mich an kein einziges Freistoßtor erinnern. Und da halt zum Fußball spielen, ja, das. Da müssen sie eigentlich zufrieden sein. Spieler unter 23 für die erste Mannschaft verpflichten, habe ich ja auch drauf geachtet. Namhafte Spieler, naja, Pavlovic zum Beispiel oder Holm als 18-jähriger Wunderknabe. Denke ich auch. Ende nächste Saison, Gewinn der Pro League, Champions League Gruppenphase erreichen. Und dann läuft mein Vertrag aus. Achso, ich habe hier noch ein Meeting. Okay. Eigentlich können wir das alles so lassen. Sieht doch gut aus. Achso, ich hätte vielleicht das mit den Standardsituationen eventuell gucken können, dass das rausgeht, aber egal.
Genau, Titelverteidigung. In der entscheidenden Phase des Champions Cup. Oh, ich glaube nicht, dass wir so gut sind. Wenn ich sehe, was Genk an für eine Gruppenphase hatte, was die für Gegner hatten. Hauptrunde des Champions Cup. Auch in der K.O.-Phase des Champions Cup. Warte ich zudem, dass wir uns nächstes Jahr im Champions Cup gut verkaufen. Was heißt gut verkaufen? Hauptrunde. Das ist doch eigentlich für mich eher dasselbe. Oder meint er mit Hauptrunde schon die Gruppenphase? Also ich denke mal, das wird hier überwintern sein oder schon so relativ weit kommen. K.O.-Phase, Hauptrunde, das ist schon. Ich denke aber, das wird dann Gruppenphase sein. Aber dort sind wir ja automatisch drin. K.O.-Phase muss sein. Ich denke, das ist machbar. Oh, okay. Zusagen. Naja, machen wir nächstes Jahr. Aus insgesamt 29 Gegentreffern resultieren aus Steilpässen. Naja, das war ja so relativ abzusehen, weil ich meine, die meisten Gegner spielen ja dann gegen uns auf Konter. Ihr bemängelt die Durchschnittswertung vom C. Grovas. Ich meine, die Zahlen sagen ganz was anderes. 11 Tore, 12 Vorlagen in 25 Ligaspielen. Und 60 Millionen. Also 65 Millionen Gehaltsbudget und 100 Millionen Transferbudget. 100 Mille. Uff. Ach so, ihr wolltet bloß, dass ich mal bei euch vorbeikomme, ein bisschen Bauchmiezeln. Drücken wir es mal so aus. Ich hätte halt gerne noch den Scout-Bericht von dem anderen. Vom Rahmen. Ich versuche mal zu verschieben. Ja, ich bin sehr glücklich hier zu sein, bla bla bla. Wie sieht's denn hier aus? Müssten noch einige. Standard Lüttich. Einfach rotzfrech wieder zurückgehen? Chat, was sagt ihr?